Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Iratus. Bevor wir irgendwas anderes machen, würde ich ganz gerne hier noch den letzten Friedhofslot, den wir upgraden können, upgraden. Dann sind wir hier auch auf dem Maximum. So, dann haben wir hier Punkte zu vergeben. Und zwar einmal an den Verblichenen. Das ist mit dem Töten, das machen wir momentan nicht. Erschaffe auf der Zielposition für zwei Runden eine Wolke, jedem Feind, der sie berührt, Stressschaden zufügt. Jeder Feind in der Wolke verliert sämtliche Rüstung. Ich denke, das ist nicht schlecht. Vergifteter Feind schreibt mit einer Wahrscheinlichkeit. Ne, wir nehmen das hier. Das, dann können wir einem die Rüstung wegziehen. Falls wir das denn möchten. So, der Geist. Befreit das Ziel von sämtlichen Buffs. Das Ziel verliert für eine Runde jegliche Initiative. Das könnte nützlich sein. Wir hatten jetzt hin und wieder mal Gegner, die ätzende Buffs hatten, wie zum Beispiel diese Regenerationsscheiße. Eine Runde jegliche Initiative. Das ist... Was ist der Unterschied? Der Gegner wird zwei nach hinten geschoben. Nee, das möchte ich nicht. Warum auch? Davon muss der Geist aber in der hinteren Reihe sein. Das macht einfach mehr Stressschaden. Machen wir das. Das passt schon so. Was ist das hier? Deutliche Chance auf einen gegnerischen Angriff. Ich bin mir unsicher, was wir mit dieser Maske machen sollen. Ich weiß nicht, ob die für uns, für den Spielstil, den ich momentan pflege, tatsächlich gut ist. So, wir gehen dahin. Wir werden das Mana wieder auffüllen. Und dann mit verstärkter Truppe in den nächsten Kampf reingehen. So, wir haben hier ein Musketier. Ganz üble Zeitgenossen. Okay, der hat verfehlt. Sehr gut. Ich denke, das ist mitunter eins unserer, ja, wahrscheinlich unser erstes Ziel. Der Musketier. Wir können auch das hier mal machen. Wobei, vielleicht hätte ich zuerst das Crescendo. Wäre unter Umständen besser gewesen. Der Musketier hält glücklicherweise nicht so viel aus. Rüstung absorbiert. Hervorragend. Guter Zombie. Feiner Zombie. Warum hat der Zombie eigentlich eine Pistole? Ich habe noch nie einen Zombie mit einer Pistole in einem Spiel gesehen. Ist nicht etwas, was man typischerweise mit einem Zombie in Verbindung bringt. Na komm. Ja, das nenne ich Unterhaltung. In der Tat. Die Kampfhaltung war Banane, die interessiert niemanden. So. Geh auf den Kämmerer. Die Buffs entfernt. Ja, das kann der halt machen. Das ist ein bisschen ätzend. Feuerregen. In Flammen wirkt bei allen Feinden und Verbündeten. Außer dem Verblichenen selbst. Ich weiß nicht, ob wir das machen wollen. Na, komm. Das ist ein bisschen risky. Vielleicht kann man das am Schluss machen und so. Wir müssen uns selber Schaden zufügen, irgendwann früher oder später. Damit wir für den einen, um den einen Lakaien freizuschalten. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen möchte. Boom. Ach, da stellt einfach so ein bisschen Verstand wieder her. Das stellt einfach nur ein bisschen Verstand wieder her. Ah, der kriegt jetzt hier diese blöden... Diese blöden Dinger. Mach das mal so. Und dann können wir dem nämlich wieder Schaden zufügen, ordentlich. Da wird der Debuff entfernt. Gott, ey, die sind ein bisschen ätzend gerade. Ja, man kann es auch so machen. Das macht irgendwie nicht so viel Schaden, ne?
Der Zombie ist vom Schaden her da nicht. Das hat Aua gemacht. Der Zombie ist nicht der Beste, was Schaden anbelangt. Wieder ein Crit, ey. So, können wir dich jetzt mal bitte töten? Fast, okay. Kriegen wir hin. Tschüss. Und du müsstest jetzt wahrscheinlich auch nochmal einen Weg machen können. Verfehlt. Na, fantastisch. Wobei, ich meine, das ist 120%. Ich glaube, der Basisschaden vom Zombie ist einfach nicht sonderlich hoch. Das ist vielleicht so ein bisschen das Problem. Man hat sich irgendwie auch wieder geheilt. Rüstung absorbiert. Hervorragend. So, dann machen wir den jetzt platt. Der hat sich auch nochmal wieder um 4 geheilt. 4 ist jetzt nicht die Welt, aber... Na komm. Was? Aller kein außer der Todesfee. Ja, buff doch mal. Wobei, das ist plus Furcht, ne? Das bringt uns eigentlich nicht wirklich viel, ne? Egal, der Gegner ist tot. Darauf kommt es an. Ja, wir haben hier ein bisschen Schaden gekriegt. Und, aber wir haben ein Level 10 Gehirn. Das ist, Level 10 Gehirn ist gut. Das ist eigentlich schon mal die halbe Miete. So, haben wir noch Werte, die wir erhöhen können? Ich denke, das hier ist nicht schlecht für dich. Ich versuche jetzt erstmal wirklich ein bisschen defensiv das Ganze aufzubauen. 4 Punkte sind nicht genug. Wie sieht es bei dir aus? Du kannst das da nochmal erhöhen. Zombie braucht eigentlich mehr physischen Schaden, haben wir aber nicht. Keine guten Werte. Du hast aber noch einen Fähigkeitspunkt. Bombardement vielleicht. Drumheld, das ist stapelbar. Kann er überall verwenden. Ah, das ist magischer Schaden. Weil wir zu einem Ziel da hinten stehen, fallen 25% Schaden. Und dafür in Flammen. Mehr Flammenschaden. Ja, ich denke mal. Machen wir das hier. Sehr schön. Dann haben wir hier noch was für den Zombie? Nee, ich glaube nicht. Könnten. Magische Rüstung, aber naja, theoretisch, in der tendenziell kriegen wir eher physischen Schaden reingedrückt. So, wie sieht's denn heilungstechnisch aus? Du gehst dahin, du gehst dahin, du kannst geheilt werden. Und dann gucken wir einfach mal, was wir denn als nächstes haben. Wir brauchen jemanden für eine Quest. Jetzt... Ich denke, haben wir hier Werte zum Verbessern? Du bist bereits auf Max bei da, wo es zählt, würde ich sagen. Ach Mist, ich habe das Fenster immer noch nicht geschlossen. Tut mir leid. Vergessen. Damn it. Tja. Packen wir den Zombie da rein. Ich denke, wir nehmen jetzt einfach mal euch. Und hoffen, dass wir die Quest irgendwie einigermaßen bestehen. Das Problem ist, nachher ist noch ein, kommt noch direkt ein Kampf. Verfolge sie ohne rücksichtliche Verluste, verfolge sie mit Vorsicht. Natürlich mit Vorsicht. Das kann ich gebrauchen. Wahrscheinlich kriegen wir aber weniger gute Gegenstände dafür. Wenn Iratus ein Gefecht gewonnen hat, erhält er zusätzlich eine Komponente. Das brauchen wir nicht. Iratus hält 16 Zauberkraft. Das ist, glaube ich, auch eher Banane. Okay. Ich denke, das ist was für die physische Truppe. Würde ich fast sagen. Ja, geh auf den schwarzen Ritter. Das passt. Habe ich kein Problem mit. So. Dann...
Natürlich greifen wir sie zuerst an. Direkt einfach mal 40 Schaden. Und dann du da. Nummer 17. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Warum zur Hölle kriegst du gerade so viel Schaden? Crescendo. So, jetzt können wir auch ordentlich Blitz einsetzen. Was ganz hervorragend ist. Sehr schön, der hat absorbiert. Eigentlich müsste der Schwarze Ritter auch absorbieren. Okay, sie hat sich selber Regeneration gegeben. Ich glaube, das ist okay. Das wurde geblockt. Platz hier noch 34. Tschüss. Weg ist weg. Der kommt nach vorne. Ach, verfehlt, ey. Meine Fresse. Als nächstes kommt der Musketier dran. Selbstverständlich. Dann machen wir das mal noch. Das ist echt ein guter Skill. Kann man sich nicht beschweren. Ah, der Schwarze Ritter. Na komm, gib ihm. Ach, verfehlt. Verfehlt. Auf Schilde hoch. Das ist alles nicht sonderlich hilfreich für euch, Leute. Ich würde den eigentlich ganz gerne töten, bevor er anfangen kann, die Braut des Iratus zu behakern. Leider nicht mehr wirklich viel Mana, auch sonst nicht mehr wirklich viel. Ja, macht ihr nur eure Schilde hoch. Solange es weiter nichts ist. Crescendo. Das Problem ist, wenn er jetzt nochmal angreift, dann ja, kriegt sie Schaden. Und das möchte ich ehrlich gesagt ganz gerne verhindern. Vielleicht klappt das auch. Jawohl. Staub zu Staub. In der Tat. Nächster. Ich meine, das ist jetzt. Die sind super harmlos halt. Die kannst du halt. Die können halt einfach gar nichts. Wir machen zwar selber auch nicht wirklich viel Schaden. Aber sie halt ebenso wenig. Und von dem her passt das eigentlich. Können wir den Schwarzen Ritter vielleicht nochmal ein bisschen hochheilen? Das wäre nice. Er ist im Wahnsinn verfallen. Der Buff bringt uns nichts. Wir können Mana wiederherstellen. Warum nicht? Ich meine, das stört uns nicht, wenn er wieder Verstand hat. Wenn wir ganz ehrlich sind. Ordentlicher Crit reingedrückt. Ja, der Schwarze Ritter hat jetzt ziemlich was verloren. Zu Beginn seiner Runde stellt der Lakai Ploro nicht besitzen. Nee, das ist Quatsch. So, dann hast du einen weiteren Level Up. Wenn ein Feind sich bewegt, ignoriert magischen Schutz. Diese Kampfhaltung hält die Todesfee plus einblocken und magischer Schutz. Das ist ganz gut. Für den Fall, dass sie mal zum Beispiel fast tot ist, dann haben wir zumindest irgendwie so einen Weg raus, ne? Dann hat sie halt nochmal so ein bisschen Defensive dazu. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Ansonsten würde ich sagen, sparen wir die Punkte erstmal. Was ist mit deinen Werten? Du hast auch nicht wirklich viel. Niemand hat irgendwie Punkte zum Vergeben. Dann haben wir ein Opferaltar. Ich denke mal, wir können. Wir schaffen irgendjemanden. Vielleicht nicht. Nee, kein Geist. Und nehmen wir den. Eine Mumie. Wir schaffen eine Mumie. Glück über meine Feinde zu bringen. Und wir geben der Mumie ein Stufe 3 Gehirn. Und ich will mal gucken, ob das jetzt, wenn wir die opfern, ob das mehr gibt. Ah, ein bisschen was gegeben.
Zu Gefechtsbeginn verlieren alle Feinde blocken magischen Schutz. Verflucht Feinde für 2 Runden, wenn Lakai eine Fähigkeit einsetzt, bewirkt 4 Stressschaden bei Flächenangriffen, bewirkt 10 Stressschaden bei Einzelangriffen. Okay, das könnte unter Umständen nützlich sein. Die Frage ist, wer hat halt einen Slot? Du vielleicht. Das ist halt die, die nicht besitzen Teamslot-Dinger, die sind halt Schwachsinn. So, was, jetzt können wir wieder auswählen, wo wir als nächstes durchgehen wollen. Ich denke mal, wir gehen nach rechts und dann nach oben. Wobei hier sind, wobei die Gräber bringen uns nicht wirklich viel. Die Seelenquelle bringt uns rein gar nichts. Also wir gehen auf jeden Fall. Was haben wir hier? Das ist ein Elite-Kämmerer. Da ist wieder einer von diesen Wüstentypen dabei, den wir, glaube ich, nicht im Humikron-Eintrag haben, oder? Doch. Da ist ein Geomant dabei. Uah. Ekelhaft. Buff. 40% Schaden. Physischer Angriff. Das geht aber nur auf den hintersten. Das ist auch ein ekelhafter Gegner. Das ist ein ekelhafter Kampf generell. Das ist ein sehr ekelhafter Kampf. Könnte gefährlich werden. Aber ich denke mal, was haben wir hier? Ist auch nicht viel besser. Es ist auch nicht viel besser. Naja, ich denke mal, machen wir einen schweren Kampf. Warum auch nicht? Du wirst geheilt. Die können wir da rausnehmen. Was ist mit euch? Wir machen das so. Und packen den Geist mal da rein. So, der schwarze Ritter wird geheilt. Das Einzige, was wir jetzt ein bisschen aufpassen müssen, ist, sie wird relativ viel magischen Schaden wahrscheinlich abkriegen. Das heißt, es wäre eigentlich irgendwie eine gute Sache, wenn wir sie irgendwie heilen könnten, aber irgendwie ist es nicht drin. Das heißt, wir müssen die Gegner schnell wegmachen. Und logischerweise fangen wir mit ihr an, weil, ja, das ist eigentlich wirklich so ein bisschen die Einzige, was Sinn ergibt. Gott, ey, dieser Kämmerer. Haben wir da zumindest schon mal das Blockenzeug weg. Ja, komm du nach vorne. Finde ich gut. Crescendo. Magischer Schutz weg. So, jetzt können wir anfangen zu zaubern. Gib ihn. So. Das Problem ist, sowohl er als auch er haben magischen Schaden, den sie auf ganz hinten machen können. Okay, keine Ahnung, was das genau war. Gefällt mir aber nicht. 37. Ich denke, wir machen das so. Das ist nicht ein sonderlich guter Skill. Sehr gut. Jetzt Kämmerer oder Geomant sind beide relativ gefährlich. Das ist ein bisschen das Problem. Du machst auf jeden Fall erstmal das, um das Blocken wegzukriegen. Bisschen Mana erhalten. Rüstung hat keiner von den beiden. Ich denke, wir machen erstmal den Kämmerer weg. Es spielt nicht, ich glaube, es spielt nicht so eine Rolle. Das ist ein Elite-Typ und beide sind ungefähr gleich gefährlich. Würde ich jetzt einschätzen. Solange der das macht, ist es mir eigentlich egal.
Bin ich ganz ehrlich. So, da haben wir nochmal 50. Na, ja, das ist okay. Wenn du darauf Schaden machst, jetzt müsste der weg sein. Passt, perfekt. Okay, lief doch läuft doch ganz gut bisher. Wenn das jetzt so bleibt, dann ist das gar nicht schlecht. Wenn es nicht noch irgendwie dumm Zeug verlieren. Okay, da wird gebufft. 4 Rüstung und 4 Widerstand. Das interessiert mich nicht, weil wir töten sowieso zuerst den hinteren. Von dem her. Wobei, wir können auch zuerst den töten. Wenn wir so, wenn wir jetzt schon mal dabei sind. Sehr gut. Mehr Material. Dann würde ich sagen, machen wir eine Mana-Wiederherstellung. Und töten ihn. Ja, wenn er verfehlt, dann heilt sie sich halt wieder hoch. Irgendwie bringt ihm das nicht sonderlich viel. Das gibt uns auch nochmal ein bisschen Mana. Ich glaube, das lief eigentlich okay. Finde ich. So, als nächstes haben wir eine Quest. Das ist natürlich immer, weiß man jetzt natürlich nicht genau, was kommt. Er ist zu schnell. Wir stellen uns eine Verstärkung. Ein Kopfjäger soll sich um ihn kümmern. Möglicherweise hält ihn ein präziser geschossener Pfeil auf. Können die nicht aufhalten. Rückzug. Präzise geschossener Pfeil. Attacke. 3 Gegner. Elite-Zwergenkrieger ist eigentlich, glaube ich, eine relativ harmlose Truppe. Auf den ersten Blick. Natürlich gehen wir immer zuerst auf das Orakel. Ich denke, das habe ich mittlerweile etabliert. Dass das die Strategie ist, die ich gedenke zu verfolgen. So. Gib ihnen. Der wurde auch direkt gestunt. Was eine gute Sache natürlich ist. Dann würde ich sagen, Kampfhaltung. Der hat das Mal gekriegt, kriegt jetzt halt doppelten Schaden. Na, unglücklich, aber was willst du tun? Ich glaube, wir können den Debuff nicht entfernen, oder? Wir haben, glaube ich, keine Möglichkeit, Debuffs zu entfernen. Dann machen wir das so. Die Olle ist schon mal down. Der Junge, du bleibst in der Kampfhaltung. Solange er den blöden Debuff drauf hat. Ich denke, das ist sicherer. Der verfehlt so oder so die halbe Zeit. Okay, gib ihn. Wieder geblockt. Das ist, war zu erwarten. Du bleibst Kampfhaltung. Und Crescendo. So, und jetzt ist der Double Damage auch weg. Jetzt können wir auch wieder in Ruhe spielen. Was hast du? Ach genau, das ist das galvanische Dingensgedöns. Das machen wir gleich weg. Kannst du knicken, da kommst du nicht durch. Damit kommst du nicht durch, mein Junge. Ah, fast. Das hier war das. Und dann würde ich sagen, können wir auch Mana wiederherstellen. Was natürlich auch toll ist. 17 Schaden. Das passt. Deine Geburt war dein erster Fehler. Also ob er da was dafür können würde. Der Arme. Ich denke, wir kriegen den nicht weg, bevor er abhaut. Ich weiß auch nicht, ob es eine Rolle spielt. Ah, vielleicht. Ich meine, wir könnten
Wir könnten ihn wahrscheinlich wegkriegen, wenn ich jetzt hier ordentlich Mana verballere. Aber ich glaube, das spielt nicht so eine Rolle. Der jetzt tot ist oder nicht. So. Oh, nee. Er geht nicht weg. Okay, gut. Dann machen wir das halt nochmal. Und das geht nicht. Dann greif einfach so an. 27. Gleich haben wir ihn. Noch ein bisschen Stressschaden. Eigentlich hätte ich nochmal Mana herstellen sollen. Wäre besser gewesen. So, du bist tot. Und ein Level 13 Gehirn. Sehr nice. Sollen wir das direkt irgendjemandem einsetzen? Das ist so ein bisschen die Frage. Was hast du für Fähigkeiten noch? Intuition, Stressangriff, Befehl zum Tool für den Stressschaden. Bei zwei zufälligen Zielen. Das Ziel verliert bis zum Gefechtsende jegliches Ausweichen. Ist halt zufällig, ne? Dann machen wir das lieber so. Dann ist die Chance höher, dass wir das treffen, was wir eigentlich treffen wollen. Punkte. Ja. Machen wir das mal. Ich denke, das ist okay. Dann. Was kommt als nächstes? Ich glaube, das war kein Kampf, ne? Ja, als nächstes kommt ein Kampf. Oh, das wird ein ganz übler werden. Das wird ein ganz übler werden. Ich denke, da bringen wir die magische Truppe. Das wollte ich nicht. Du bist geheilt. Packen wir dich mal da rein. Todesfee kann da. Du hier, Zombie. Ich denke, das passt soweit. Ich glaube, die kriegen das hin. Ich glaube, die Jungs kriegen das hin. Es wird nicht einfach. Aber ich glaube, die kriegen das hin. Ja, der... Au. Wir haben hier halt... Einige dabei, die saumäßig viel Schaden austeilen. Zum Beispiel dieser blöde Flammenwerfer-Heini. Der ist halt einfach generell sehr gefährlich. Wirkt bei den ersten drei Feinden, ne? Der hat noch... Greifen wir zuerst den Wir können auch zuerst den Musketier angreifen. Oh, der wurde direkt gestunt. Okay, das ist auch nicht schlecht. Ja, dann... Dang it. Kampfhaltung, was war das für eine? Rüstung und Widerstand, das interessiert mich nicht. So, Crescendo. Dann der Zombie. Was zur Hölle ist das? Stressschaden, okay. Zombie, töte den bitte. Na, fast. Ach, das Problem ist, jetzt können wir hier die Kampfhaltung nicht unterbrechen. Das ist ein bisschen doof. Wie viel HP hat er noch? 16. So, tschüss. Und da müssen wir fast den Typen jetzt wegmachen. Oder zumindest probieren, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob es geht. Sämtliche Gegner nehmen eine zufällige Position ein. Ich weiß nicht, ob das positionsabhängig ist, das Skill. Leider sieht man im Kampf die blöden Skills nicht. Ich verstehe nicht, warum das der Fall ist. Das ist irgendwie... Es macht keinen Sinn. Aber gut, der Typ muss jetzt weg. Minus 8 Angriff. Ja, das ist auch okay. Ich meine, es ist jetzt nicht... Das ist jetzt nicht die Das ist jetzt nicht der übelste Skill.
Bewegt bei einem Ziel und einem dahinterstehenden Feind. Okay, dann machen wir das mal so. Ach, das geht auf alle? Okay. Galvanischer Hieb. Ja, du bist ein gefährlicher Typ, ich weiß. Der geht auf den Zombie. Der ist eben auch gefährlich, aber wir müssen den Typen hier wegmachen. Warum? Ach, der hat auch 10 magischen Widerstand. Deswegen dauert das so Ewigkeiten. Ich dachte schon. Crescendo. Okay. Oh, der flieht. Oder auch nicht. Er flieht nicht. Damit, der blöde Berserker geht mir auch auf den Sack. Vielleicht sollten wir den hier zuerst wegmachen. Den Flammenwerfer Heini. Ist vielleicht besser. Damit, schon wieder den Falschen erwischt. Wobei der Flammenwerfer Heini ist nicht sonderlich gefährlich. Oder? Oder doch? Zombie steht in Flammen. Ah, das ist nicht gut. 21. Ach shit, das waren. Damn it! Du elender Bastard. What? Der hat den Zombie gerade geone-shottet. Das war unfair. Okay, wir müssen hier ein bisschen was machen. Mach den weg. Oh, oder auch nicht. Magischer Angriff. Er wirkt. Ziel überspringen die erste Runde. So. Machen wir das mal so. Jetzt müssen wir irgendwie. Okay, der ist einfach direkt gestorben, das passt. Der flieht. Uns fehlt so ein bisschen der Damage. Wir haben den Zombie verloren. Zum Glück haben wir ein Level 13 Gehirn. Das heißt, wir können uns wieder einen Zombie holen. Nichtsdestotrotz war das nicht so toll. Wird den bewegten kritischen Schaden. Das ist was für die Braut. Omikron-Eintrag für die beiden. Das ist auch hervorragend. Und ein Stufe 10 Gehirn. Ich denke, 10 reicht auch für einen Zombie, oder? Zombie. Haben wir was Besseres? Haben wir bessere Zutaten? Wir haben. Herz brauchst nicht. Bessere Rüstung. Hier, Zombie. Besseres Blut. Erschaffen. Dafür umso mehr Feuerkraft. Und dann kriegt der Zombie noch ein ordentliches Gehirn. Wir geben ihm ein 10er Gehirn, das reicht für den Zombie. So, ich weiß leider nicht mehr genau, wie das geskillt wurde. Ignoriert magischen Schutz. Ignoriert Widerstand. Widerstand ist mir lieber. Dann hatten wir. Streuschuss war, glaube ich, auch nicht schlecht. Ignorierte Rüstung. Das reicht. Und als letztes nehmen wir noch den hier. Mit ein bisschen mehr von davon. Okay, Zombie brauchte das hier. So, machen wir das nochmal. Ach, das ist schon auf Maximum jetzt. 12 ist das höchste der Gefühle für den Zombie. Alles klar. Gut, naja. Ging so. Haben halt eine Einheit verloren. Ist jetzt nicht super dramatisch, aber was soll's. So, dann können wir noch kurz mal das Mana wieder auffüllen. Wie sieht's eigentlich mit. Oh, wir haben den Schatten freigeschalten. Oh yeah. Dann würde ich sagen,
Gucken wir doch direkt mal, ob wir. Ja, wir haben hier Zeug. Was der Schatten so kann. Das hier noch mit. Und dann brauchen wir noch eine Rüstung. Da müssen wir halt eine gewöhnliche nehmen. Und ich denke, vielleicht. Gucken wir mal kurz, wo wir den noch brauchen können. Da nicht. Das ist nicht der Schatten. Das ist auch nicht der Schatten. Das ist auch nicht der Schatten. Das ist auch nicht der Schatten. Das ist der Schatten. Aus dem Toten See. Das wäre. Oh, hier können wir noch die Mumie verwenden. Und einen Schatten. Aber die Totengräberseelen brauchen wir nicht unbedingt. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Das heißt, wir stellen uns nochmal einen Schatten her. Ein Schatten, bitteschön. Und upgraden den Toten See. Sehr schön. Und dann geben wir dem Schatten ein ordentliches Gehirn. Haben wir noch ein paar. Nämlich das 13er. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen Break. Und in der nächsten Episode beschäftigen wir uns mal ein bisschen mit den Skills vom Schatten. Und sehen, wie wir den am besten skillen und wie wir den am besten einsetzen können. Das ja, machen wir dann beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, habt eine gute Zeit. Macht's gut, euer Northgate.